Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von How to Emergency 16. Heute haben wir ein ICE hier mit als Zuschauer Pascal und einen Hallo. etwas windigeren Tag in München. Ja, in München X, also München mit Pest. Letzte Folge hatten wir ja im Mittelalter den Pestausbruch und... Richtig. Jetzt guck mal, Tobi, oben auf Spoilerbild, da steht ICE Cologne to Munich. Ein ICE aus Köln, wo die Pest in der letzten Folge ausgebrochen ist, nach München. So, und da kommt doch an, gar im recht hin. Kleinen Kölner Hauptbahnhof. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, das ist irgendwie ein Terroranschlag, hier war doch hier auch am Bahnhof. Ja, ich glaube, vielleicht war doch erst ein Überschuss aus dem 17, weiß ich gar nicht. Nee, der war in 17. Auf jeden Fall ist der Hauptbahnhof in Köln in der Realität ein bisschen größer. Oh, und der ist umgekippt. Boing. Am Münchner Hauptbahnhof ist aus bislang ungeklärter Ursache eine Massenpanik ausgebrochen. Straftäter fest, achso. Zufolge ist eine Person kurz nach dem Aussteigen aus dem ICE aus Köln zusammengebrochen. Behandeln Sie alle verletzten Personen. Och, prüfen nö. Sie, ob es sich um die Pest handelt und transportieren Sie die Personen ab. Ihnen steht ab sofort der intensivmedizinische Transportwagen zur Verfügung. Damit können Sie mehr verletzte Personen ja. abtransportieren. Ja! Intensivtransportwagen, so. Ja. Und weil der Typ jetzt umgekippt ist, eventuell Pest haben könnte, gab es direkt eine Massenpanik, ganz viele Leute, die jetzt aufständisch sind, die von der Polizei festgenommen werden müssen, mehrere Personen, die einen Schock erlitten haben und umgekippt sind, Leute, die sich plötzlich prügeln, weil sie sich gegenseitig verdächtigen, Pest zu haben und vom Leib halten wollen und, ja. Vom Leib halten, indem die man sich prügelt, sie ey, durchdrehen. Gott. Weißt du, bei der Prügelei, da atmest du noch viel mehr das ein, als wenn du einfach gechillt voreinander stehen würdest. Ach, Quatsch. Wird erledigt. Sag ja Menschen in den Urtrieben, wenn sie durchdrehen. Und auch hier müssen wir wieder Schnelltests an Personen durchführen, die wahrscheinlich dann die Ersthelfer waren, die sich um den Typen versammelt haben oder irgendwie sowas. Dass die einfach mal kontrolliert werden müssen, ob die Pest haben, weil der Typ könnte eventuell Pest haben, weil einer der Pestinfizierten ist aus Köln, der jetzt mit dem ICE hier nach München gefahren ist, den Hauptbahnhof. Ich bin nicht ganz sicher, wie die 36 Münchner Hauptbahnhofsgleise in den kleinen Bahnhof reinpassen sollen, aber egal. Ich sehe auch hier 36 Gleise. Ja. 3, 36, alle gleich. Ja, aber wenn man uns den Kopf bauen, das stimmt, der redet auch schon mal. So, jetzt ist es realitätsnah. Ist aber auch klar, auf diesen Emergency-Karten ist ja viel zu wenig Platz, um das reale München abzubilden. Das ist ja einfach nur so eine kleine Minimap mit München, ne? Oder was nach München angelehnt sein soll. Und dann seht ihr auch die Alpen, also in der Regel sind die auch nicht so nah an München dran, deswegen, also ja. So, ein SEK erstmal die ganzen Randalierer niederstrecken, ne? Das große Problem bei diesem Einsatz hier ist, dass die Personen, die kontrolliert werden müssen, ne, quer durch die Stadt laufen. Ne. Und also ich hatte es auch schon einmal, dass ich dann am Ende einen von diesen Leuten am anderen Ende der Stadt aufgegriffen habe und dann damit Notiz hinfahren musste, weil ich so war so, hä, wo ist denn der letzte, bis ich auf der Karte gesehen habe, dass der am anderen Ende der Map schon angelangt war. Deswegen behalte die am besten im Auge, weil die wandern. So, das Wörner, der in diesem Intensivtransportwagen ist, der fährt einmal nach links und rechts auf und kann dann 6 Patienten aufnehmen. Und wenn er abfährt, werden die einfach alle aufeinander geschmissen, die Patienten, und wird so klein zusammengepackt und dann fährt er weg mit 6 Patienten und hat an Bord ein Sanitärteam und einen Notarzt. Auch direkt. Ja, bin bereit. Wird gemacht. So. Das ist natürlich für solche Mannflagen wie hier sehr geeignet, also Massenanfälle an Verletzten. So, die rennen. Halt, der muss auch noch festgenommen werden. Doch hier bei diesem Zugriff von so vielen verletzten Personen gilt natürlich wieder. Überblick. Das Pausenmenü gibt es halt eben, um sich einen Überblick zu verschaffen und um einfach halt im Kollektiv dann die Polizisten losrennen zu lassen. Weil alles im Play-Modus zu machen, das ist möglich, das ist muss aber nicht Niveau. Sein. So, seht das, da fährt der Intensivtransportwagen auf und dann können sich
nebeneinander 6 Leute hinsetzen und die werden am Ende einfach irgendwie da in diesen kleinen engen Raum zusammengewürfelt am Ende wieder, damit er abfahren kann. So, pass auf, da haben wir die nächste Person, die getestet werden muss. Richtig. Also ich hab hier schon eine getestet, ne? Das geht ganz gut mit der Feuerwehr. Und hier ist noch eine. Aber ihr seht schon, die wandern recht schnell vom Hauptbahnhof auch schon wieder weg. Steck mal bitte ein. Dahin. Also das sind die blauen Symbole hier. Nur zur Info. So, wie sieht's aus hier? Ihr nehmt die fest. So, hier wird versorgt. Aussteigen. Also wie gesagt, ich habe auch Automatismen an, ne? Ganz wichtig. Also ohne Automatismen ist das Spiel eben wieder auch so im Vanilla eine große Herausforderung schon, weil man halt jede Einsatzkraft einzeln steuern muss. Der hat schon einen festgenommen. Okay. Dann liefert ihr mal ab. Genau, die haben jetzt keine schweren Verletzungen, das heißt, die gehen relativ schnell zu versorgen. Das ist das Gute daran. Ja, man hat entweder einen Schock oder sind bewusstlos geworden vor oder wurde dann niedergeprügelt. So, okay, ey, die bringen sogar automatisch die Patienten, die Gefangenen, alles das Gleiche, bringen die sogar automatisch woanders hin. Ey, wie lange will die Feuerwehr hier noch rumcruisen? Ja, noch schwerer da hinten, der Patient, der potenzielle Patient. Jo. Na, wir haben schon 2. Und es sind auch aktuell nur 3. Verstanden. So, können wir das so erstmal hier auch nochmal untersuchen. Du steigst bitte wieder ein, damit du verfügbar bist. So. Was gibt's? Der wird versorgt. Wo sind noch mehr Notärzte? Da ist doch ein Notarzt. Du gehst bitte damit hin. Du nimmst bitte den, der liegt. Und auch. Das liegende Patienten sind in der Regel kritischer als noch stehende Patienten. Das erklärt sich auch irgendwie aus dem logischen Menschenverstand. Der ist infiziert. Das heißt, sitzen die noch drin? Nee. Einsteigen. Hierher fahren. Begleiten. Das musst du nicht machen, das kann die Feuerwehr erledigen. Hier haben wir jetzt jede Menge Notärzte. Hier haben wir einen SEKler, der auch noch einen Gefangenen dabei hat. Hier haben wir auch noch jemanden, der Gefangenen dabei hat. Junge, hier können 6 Gefangene rein. Boah. Aber nur 4 Polizisten. Ja. Finde den Fehler. Es fehlen hier noch 3 Straftäter. Wo sind die denn? Ach, das ist einfach, das war wegen... Oder fahren die noch? Die fahren nicht mehr, das sind aber die Niedergeprügelten. Naja. So. Bisschen Menüs zu machen hier. Genau, so, die fahren jetzt noch dahin, die bringen den dann da rein, dann ist der voll, die bringen den jetzt da rein, dann ist der voll. Hier sind jetzt 2. Die steigen ein. Den lassen wir nach Hause fahren. Und Patienten liegen auch nicht mehr auf der Map rum, das ist ein gutes Zeigen. So. Genau. Also Automatismen auf jeden Fall sehr wichtige Sache. Sonst hätte ich jetzt halt zu jedem Einzelnen sagen müssen, fahr mal dahin mit der Liege und sammel den ein. Wir sind noch größeres Chaos geworden, als es jetzt eh schon war. Oh komm ey, da kann man noch ein bisschen schneller laufen hier. Ja genau so. Geht mal ein bisschen schneller hier. Schritt, hopp, haben keine Zeit zu verlieren. Ja. Halt, die Feuerwehr steht noch da rum. Und ich glaube, ich habe einen Sanitäter vergessen. Egal. Ja, mal wieder selbst übertroffen, Tobi, ne? Haha. 86.000 ist nüscht. Ja. Effizienz. 30.000 mehr ist benötigt für Gold. Jo.
Das können wir auch in die Highscore-Liste eintragen. Ja. Das Ergebnis kann man stolz sein. Definitiv. Deswegen. Und ja, bisher übertreffe ich immer meine persönliche Bestleistung. 127, das ist verdammt gut. Ja. Also von, na gut, von 388, ja. Ja, im oberen Drittel, ne? Ja, guck mal, unser Deleted User 48 ist wieder da. Das hat der eigentlich gemacht, ey. Ey, 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 ey. Na gut, ich würde sagen, dann gehen wir zum nächsten Grundsatz rüber.